Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Ultramond. Und wir befinden uns immer noch in der Dektahöhle. Na warte mal, ich glaube ihr. Hier kriegen wir dich gleich mit dem Skull zu tun. So eine Pleite. Wir wollten nur ein bisschen auf Knippurz hauen. Da haben uns plötzlich diese Dektar umzingelt. Verhauen und weggeputzt, wurden also nur wir. Checkst du überhaupt, wie mich das aufregt? Okay. Das regt mich jetzt total auf. Weißt du's? Wir wollen jetzt also auch irgendwann verhauen und wegputzen und da kommst du gerade recht. Lisa, ach so, du bist Daniel. Ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst, aber das ist ja nur Team Skull. Was bist du denn für ein freches Früchtchen? Euch zwei Belger putzen will, wie im Duett weg. Na dann, kommt das also der Duett? Okay, Team Skull möchte kämpfen. Huch, falsche Taste. Und Molung und Rettern und ich würde auch mal sagen, nee, Marie Kick will ich dazu gar nicht haben. Gegen den Evoli kann ich nicht. Nee, was ist denn jetzt meins? Ich glaube Marie Kick. Genau, so. Und ich würde mal Kubon rausholen. Und erstmal gar nichts machen. Marike kommt zurück. Oh, Molung setzt schon Glut ein. Und haut Evoli ordentlich mal. Hey. Kubon ist paralysiert. Nö. Ich mach mir jetzt gar nichts draus. Knochenkeule und zwar Halbiere Molung zuerst. Der hat am wenigsten Rettern bis Kubon ist paralysiert und kann nicht angreifen. Na geil, das ist ja zu schön. Wir probieren einfach weiter. Immer noch Molung. Okay, Evoli hat den ersten schon geschafft. Ja, also ich würde sagen. Ja, Kubon erreicht 29. Das hat wohl diesmal jetzt Evoli also alleine gemacht. Okay, das war eine Knochengeule. Da war sie. Sag ich doch. Ja, mal ein bisschen pflegen. Rent hat erreicht Level 30. Du besiegst Team Skull. Das ist der Anfang vom Ende. Ab jetzt geht's steil bergab. Yo. Ich fühle mich total benebelt. Kann mir einer die Wolken, die um meinen Schädel kreisen, wegpusten? Oh, mein kleiner Kubon hat die blöde Paralyse hier wieder ordentlich zugeschlagen. Ach guck mal, da haben wir ganz selten, ne? Und Hunger hat's auch. So, ich glaube, die haben wir nur mal geschafft. Wer wird denn gleich so auf den Putz hauen? Immer werden wir fahren und weggeputzt. Genau, ist ja nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Oder so. Also macht mal halblang.
und tschüss. Wow, Lisa, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon also entspannt. Das beweist, was für ein klasse Trainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Ein Top-Ether bekommen wir. Mit Top-Ether kannst du alle AP einer Attacke auffüllen. So ähnlich wie beim AP-Bon, den man vom Rotomat bekommen hat. Lass uns jetzt etwas Spaß mit Dick da haben. Okay, nee, mit Dick da haben wir jetzt gar keinen Spaß mehr, weil die Höhle ist erledigt. Aber ich glaube, hier geht es noch weiter. Route 9. Und der da? Oh, du bist ein Trainer auf Inselwanderschaft, nicht wahr? Mein Name ist Abel. Ich reise auch viel umher, nur dass das Ganze in meinem Fall eine Weltwanderschaft gleicht, wenn du verstehst, was ich meine. Alola ist so ruhig und friedlich, perfekt für einen erholsamen Urlaub. Oder auch nur zum Shoppen. Gerade eben habe ich in Meilers Laden in Kunikuni einen seltsamen Stein erstanden. Im Gegensatz zu anderen Orten hat ja auch niemand solche irrsinnigen Pläne. Eine neue Welt zu erschaffen. Oder die Pokémon zu befreien. Allerdings geben Augenzeugenberichte über die Aktivitäten einer berühmt-berüchtigten Bande an Pokémon-Dieben in dieser Gegend Grund zur Sorge. Pokémon-Diebe? Oh, bitte verzeih, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Hier, ein Donnerstein als Entschädigung. Aus Versehen habe ich nämlich gleich 3 gekauft. Ja, cool, das sind coole Donnersteine. Ich glaube, wenn wir unser Ei ausbrüten, erhalten wir ein Evoli. Dann wäre der Donnerstein schon. Das wäre ein Elektro-Pokémon. Nun denn, Trainer auf Inselwanderschaft. Ich wünsche ein erfolgreiches Abenteuer. Okay, Lebels kurzer Auftritt. Den haben wir in Pokémon X, glaube ich, schon mal gesehen. Die Polizeistation. Mein Kollege dort hinten verhält sich in letzter Zeit recht seltsam. Ja, okay. Mal gucken. Stimmt was nicht? Tito! Ich glaube, da stimmt wirklich was nicht. Tito, ist das ein Tito, ist das ein Psycho-Pokémon? Ich gehe mal davon aus. Und ich nehme mal meinen Volvo-Rock. Nee, nein. Egal, es ist ja trotzdem ein Ditto, oder? Na, sag mal. Ich glaube, das müsste bald reichen, oder? Wenn wir das Leben nochmal nehmen. Jawohl, wir kriegen das und wurde besiegt. Und wenn sich's dreimal. EP-Taler und so weiter und so fort. Was? Ein Ditto hat sich als mein Partner ausgegeben? Unglaublich, stecken da etwa die 5 Bandidos dahinter?
Die fünf Bandidos sind fünf Ditto, die Menschen so gern haben, dass sie nichts lieber tun, als sich als Menschen auszugeben. Das mag ganz nett klingen, stiftet hier aber allerlei Chaos und Unfrieden. Sie führen nichts Gutes im Schilde und richten mit ihrer Scharade mehr Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen an. Daher werden sie auch steckbrieflich gesucht. Ab wo zum Henker steckt bloß mein Partner. Ditto wird ihm doch wohl nichts. Sorry, aber ich hatte mir eine üble Erkältung zugezogen und musste eine Weile das Bett hüten. Ey, da kann man nicht anrufen, oder? Hust, hust. Danke, dass du Ditto enttarnt hast. Hier nimmt das als Dankeschön. Wir hatten summarum 12.000 Poké-Dollar. In letzter Zeit sind in Koni Koni City vermehrt Personen gesichtet worden, bei denen es sich um als Menschen getarnte Ditto handeln könnte. Wir ermitteln aktuell in mehreren Fällen. Deine Kooperation wäre uns echt eine große Hilfe. Immerhin hast du ja auch das Ditto enttarnt, das ich als mein Partner ausgegeben hatte. Wirst du uns helfen? Jo. Im Ernst? Keine Sorge, für dich springt dabei natürlich auch was heraus. In letzter Zeit macht ein ziemlich nachlässiger Verkäufer in Koni City von sich reden. Auch hier könnten die fünf Banditos ihre Finger im Spiel haben. Erstatte mir Bericht, wenn du einen Ditto besiegt oder gefangen hast. Na klar. So, nun wollen wir kicken, ob wir zumindest Ditto mal fangen. Ach, der will auch kämpfen. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wäre es mit einem kleinen Kampf gegen die Langeweile? Alter, du hältst mich jetzt total auf in meiner Aufgabe. Craig fordert uns heraus. Aber er hat nur ein Pokémon. Craig hat ein Taribark. Ich würde mal sagen, ist normal, oder? Und für ein normal Pogo nehme ich mal das hier. Unser Jungglut hat nämlich eine super Kampfattacke. Die probiere gleich mal durch. Da unten Durchbruch. Oh ja. Terry Bark wurde besiegt. Jungglut erhält 862 EP. Marie Cake erreicht Level 30. Craig wurde besiegt. Ja, der hat Blödsinn erzählt. Jetzt gehen wir erstmal das Ditto suchen. Koni Koni City. Alles klar. Ditto.
ein Ditto erscheint. Ich glaube, wir können jetzt als Ditto ja erscheinen, wie wir wollen. Und ich probiere mal, falls andere mit das Vollwrock hat, wenn auch mich Glück habt. Ach, guck mal, jetzt haben sie so. Jetzt steht sogar da was Effektives. Also versuchen sie nochmal einen Kampf. Und der Dofass wandelt sich. Schnabel? Ich probiere mal. Durchbruch. Nee, das wollte ich gerade machen, aber jetzt wir setzen Schnabel. Temposchub von Ditto. Warte mal, erst Feuer. Was sind die, der noch? Ich würde den mal austauschen wollen. Haben wir raus? Nee. Wolfrock? Nee. Porenta. Okay, ein bisschen Flugattacken. Denn Porenta müsste ich jetzt nicht heilen. Oder doch? Wenn der mal weiter so macht. Windschnitt oder Eroas? Der macht gar nichts. Reicht. Und Ditto wurde besiegt. Du hast das Ditto enttarnt, das sie als Kräuterverkäufer ausgegeben hat. Verzeihung für meine Abwesenheit. Ich war mit Captain Mao Kräuter sammeln. Ich bin ab sofort wieder zu deinen Diensten, wenn du Kräuter kaufen möchtest. Nee, jetzt will ich aber keine Kräuter mehr. Wo ist denn hier das Pokécenter? Okay, man bietet sich ja förmlich an, die Pokémon schnell mal heilen zu lassen. So, wenn das also die 5 Banditos sind, dann haben wir jetzt schon mal 2, ne? Beehre uns bald wieder. Das andere machen wir dann irgendwie im Pokécenter. Zum Beispiel Pokémon holen. Ja, renn mal ein bisschen, unsere Zeit ist knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwie alle noch schaffen. Was sagst du da? Der Kräuterverkäufer war also ein Ditto? Kein Wunder, dass der Verkäufer so nachlässig wirkte. Ditto kann zwar jede beliebige Gestalt annehmen, die menschliche Sprache beherrscht es allerdings nicht. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Das ist eine kleine Belohnung für dich. Wir erhalten 16.000 Pokédollar. Unterstütze uns bitte auch weiterhin dabei, die 5 Banditos auf die Schliche zu kommen. Na klar. Hat einen Tipp für mich noch? Seit kurzem schmeckt kein Gericht mehr in mein Lieblingsrestaurant in Kondi City, wie ich es gewohnt bin. Ich würde wetten, dass ebenfalls auf das Konto der 5 Banditos geht. Aha.
So, so. Okay, den schnappen wir uns noch. Irgendwo muss ich das Restaurant finden. Ich glaube, das ist das hier. Jawohl, ja. Ja. Det. To. Det. Wir haben immer noch Marek vorne und es wird sich sofort verwandeln. Na, mal schön warten. Okay, wenn es sich verhandelt, das macht gar nichts. Ach, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Eissturm. Vielleicht können wir es einfrieren. Sag ich doch, nö, geht nicht. Initiativding und Wandler. Genau, das meinte ich. Und jetzt können wir mal gucken. Ein Ampharos und sehr effektiv, genau. Und nun kannst du Marikik, der du mit einem One-Hit lahmlegen. Achtet, macht jetzt auch irgendwie als Schum. Ja, geil. Also Elektroball. Na, Blubstahl könnte gefährlich werden. Nee, doch nicht. Elektroball. Ja. Okay, unser Ampharos hat gut gearbeitet. Und Level 33. Ja. Das böse Dito. So, und da gibt's noch eine Bohne. Genug Zeit verplempert. Du hast es Ditto enttarnt, das ich als Koch ausgeben hatte. Oh nein, ich bin sehr viel zu spät dran. Ich habe zu viele Leckereien geschlemmt und war eine gefühlte Ewigkeit in meine Haustür eingeklemmt. Hm, trotzdem hat das Restaurant schon auf. Sieht ganz so aus, als hätte jemand an meiner Stelle das Essen zubereitet. Kann man wohl sagen. So, aber das haben wir auch gelöst. Und das Restaurant. Ja, ne, ich denke, dass wir das irgendwie nächstes Mal nochmal besuchen können. Jetzt aber erstmal hier der dritte Quatsch. Der dritte Ditto melden. Sag bloß, beim Koch hat es sich also in Wirklichkeit um ein Ditto gehandelt. Das erklärt natürlich, warum das Essen so anders geschmeckt hat. Ein Ditto stand hinterm Herd. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Das ist eine kleine Belohnung für dich. 20.000. Unterstützt uns bitte auch weiterhin dabei, den 5 Bandidos auf die Schliche zu kommen. In letzter Zeit klangen immer weniger
klangen immer weniger Leute in Kunikot die Überfahrtsspannung. Es würde mich nicht wundern, wenn das mit den fünf Partien zu tun hätte. Okay, wir sind wieder auf dem Weg, aber die anderen beiden Partien fangen wir dann im nächsten Part. Jo, tschüss.